Lieben, heute ist Sonntag, der 29. Oktober und ich habe jetzt die nächste Woche Urlaub und ja, da habe ich mir gedacht, ich mache einen neuen Vlog in dieser Woche und ja, ich erlebe vielleicht auch mal ein bisschen mehr als wie, wenn ich immer nur arbeiten gehe. Ich will jetzt zu Jenny fahren und vorher noch Nina abholen und ja, ich habe gerade ein bisschen Angst mit dem Auto zu fahren, denn es ist ein übelster Sturm bei uns draußen. Es ist richtig heftig. Die haben bis heute Abend 21 Uhr auch eine Sturmwarnung rausgegeben, aber ich glaube, die gilt ja für ganz Deutschland. Und jetzt kam aber gerade die Sonne raus und ich dachte mir, nee, du hängst jetzt nicht den ganzen Vormittag hier in der Wohnung rum, nur wegen diesem scheiß Wind. Du fährst jetzt und betest, dass dir nichts vors Auto knallt, weil das ist meine eigentliche Angst, dass ich Angst habe, mir knallt ein Ast oder irgendwas vors Auto. Aber egal, ich gehe das Risiko jetzt ein. Ich habe Bock, meine Mädels zu sehen und Milo freut sich auch schon. Deswegen werden wir jetzt fahren. Chaka, chaka. Ich fahre ganz langsam und hoffe, dass mir nichts vors Auto fliegt. Ansonsten lese ich gerade mit Kleinsina, sag ich mal. Also nicht meiner normalen Sina, von Wörtern gefesselt Sina, sondern mit der anderen Sina, mit der ich damals Morgen kommt ein neuer Himmel gelesen habe und auch Grisha gelesen habe. Mit ihr und Annika lese ich gerade Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson und ich muss sagen, dieses Buch geht mir nicht an, ne? Also wir sind jetzt auf Seite 308, also etwas über die Hälfte und dieses Buch ist so langweilig. Es passiert einfach mal fast nichts in diesem Buch. Du weißt auch quasi schon von der ersten Sekunde an, wo die aufeinandertreffen, für wen die sich entscheiden wird und diese ganze Pseudo-Dreiecks-Geschichte, das geht mir auf den Sack und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr weiterzulesen, ganz ehrlich. Aber wir lesen das jetzt zusammen und ziehen das gemeinsam durch. Und ja, ich muss heute noch 40 Seiten lesen, das mache ich dann nachher. Aber erst, da habe ich jetzt keinen Bock. Ich muss jetzt auch los. Und ja, ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt mal los durch den Sturm. Und ja, wir hören uns später. Bis dann. Ihr Lieben, bis hierhin sind wir schon mal heile gekommen. Ohne Ast vom Auto. Hoffen wir, dass der restliche Weg auch reibungslos verläuft und wir nichts gegen das Auto bekommen. Es ist da auch ein krasser Sturm. Alter Falter. Ja, meine Güte. Heftig. Milo wartet schon ganz gespannt auf seine Nina. Gell, mein Schatz, du wartest auf deine Nina und die Mascha. Ja, die müssten jetzt eigentlich gleich hier um die Ecke gerockt kommen und ja, ich höre jetzt auf zu labern, aber der erste Stück Weg schon mal erfolgreich überstanden. Montagmorgen. Was denn, Schatzi? Ah, okay. Ich werde wieder belagert. Da. Ja, es ist inzwischen Montagmorgen. Ich habe gestern nicht mehr allzu viel gefilmt. Ich wollte euch gestern eigentlich nochmal mitnehmen, wo ich rausgegangen bin, aber dann hat es die ganze Zeit so geregnet und ich wollte die Kamera nicht nass werden lassen. Deswegen, ja, habe ich sie dann zu Hause gelassen. Ich war dann gestern Nachmittag noch bei einer Arbeitskollegin Krankenbesuch machen. Die muss heute wieder ins Krankenhaus. Die wird nochmal operiert und das ist alles nicht so schön und ja, naja.
wird schon werden. Ich drücke ihr auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Ansonsten habe ich dann gestern noch Kuss der Lüge weitergelesen und ich habe heute früh schon Kuss der Lüge gelesen und heute früh in dem Abschnitt ist endlich was passiert. Endlich, nach 350 Seiten ist endlich was Spannendes passiert. Ich habe gedacht, ey Leute, ihr wollt mich verarschen. Ey, echt jetzt mal, 350 Seiten von diesem Buch sind einfach mal total langweilig. Eieiei. Aber die Autorin hat es geschafft, mich dran zu kriegen. Es ist tatsächlich so. Ich habe gedacht, das ist der Prinz, das ist der Attentäter. Und ich dachte mir, es ist so offensichtlich. Und ich dachte am Anfang noch, entweder macht sie das mit Absicht, dass das so offensichtlich ist. Oder es ist tatsächlich einfach so. Aber sie hat es mit Absicht gemacht, dass du das falsch denkst, wer ist. Und ja, finde ich ganz cool, hat mich voll überrascht. Ansonsten habe ich gestern nicht viel gemacht. Ich habe meine Videos fertig geschnitten und hochgeladen für die Woche. Und ja, wie gesagt, habe dann Kuss der Lüge gelesen und habe ein bisschen Fernsehen geschaut. Und dann bin ich auf YouTube versackt gestern Abend. Ich habe um 10 das letzte Mal auf mein Tablet geguckt. Und als ich das nächste Mal aufs Tablet gucke, ist es auf einmal 0.30 Uhr. Und ich denke so, what? Total im YouTube-Sumpf untergegangen. Aber ich habe ein paar neue Kanäle für mich entdeckt und ja, fand ich ganz cool. Jetzt heute steht auf dem Plan, endlich mal die Pakete zur Post zu bringen, die ich hier noch rumliegen habe von meiner Gewinnerin. Und von Sandra, die mir Grisha geschickt hat, die zwei Pakete will ich noch wegbringen. Und dann muss ich noch einkaufen in der DM. Ich brauche ein bisschen Zeug. Ja, und ansonsten. Und ansonsten schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Ich würde Nachmittag mich mit meiner Mama noch treffen. Und morgen habe ich nichts weiter vor. Morgen ist der Feiertag und ja, mal gucken. Ich genieße einfach den Tag. Ich würde sagen, bis dann. Post bekommen und es war Buchpost und die wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe mich gerade riesig gefreut. Das Paket kam leider nicht mehr ganz zu an, also hier war schon so ein Loch drin. Ich habe es dann jetzt schon mal ganz aufgemacht und ja, gucken wir mal rein, was drin ist. Und zwar ist zum einen drin der letzte erste Kuss von Bianca Iosivoni. Boah, ich freue mich so, ne? Ich freue mich riesig. Ich wollte mir das Buch eigentlich am Mittwoch kaufen gehen, weil ich nicht wusste, ob ich das nun vom Verlag bekomme oder nicht. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich, dass ich es vom Verlag bekommen habe. Das heißt, ich muss jetzt nur noch Berühre mich nicht von Laura Kneidl kaufen, weil das möchte ich auch unbedingt haben. Und ja, jetzt habe ich hier den zweiten Teil der Firsts-Reihe von Bianca Iosivoni, der letzte erste Kuss. Wuhu, ich freue mich und ich finde das so schön. Und der erste Teil hat mir so gut gefallen und ich bin gerade so happy. Ich hatte insgesamt 3 Bücher bei dem Verlag angefragt und habe halt gefragt, ob ich eins von diesen 3 Büchern haben kann. Umso erstaunter bin ich jetzt, dass es 2 sogar sind, die ich bekommen habe. Das ist der Hammer. Und ja, also ich hatte Der letzte erste Kuss angefragt von der Bianca, Berühre mich nicht von Laura Kneidl. Und dann hatte ich noch Bird and Sword von Amy Harmon angefragt, weil ich auch fand, dass das so gut klang. Ich weiß, dass ich im Moment ziemlich viel High Fantasy lese. Ich habe auch schon Angst, dass es mir irgendwann mal übersteht, aber das klang einfach so gut und ich finde, das sieht einfach so schön aus und ja, ich freue mich, dass ich Bird and Sword bekommen habe vom Verlag. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich so. Ich bin so happy. Das sind 2 Bücher, die ich jetzt von meiner Wunschliste streichen kann. Am Mittwoch gehe ich in die Stadt, da treffe ich mich mit meiner lieben Erfurter Zuschauerin und ich weiß jetzt nicht, ob ihr Name genannt werden möchte. Das muss ich am Mittwoch mal mit ihr klären, deswegen sage ich Ihnen das einfach erstmal nicht. Und da freue ich mich schon drauf und da wollte ich mir ja, wie gesagt, im Hugendubel Der letzte erste Kuss auf jeden Fall kaufen und Berühre mich nicht. Und ja, jetzt werde ich mir Berühre mich nicht auf jeden Fall kaufen und noch das andere Buch, was ich unbedingt haben wollte. Das ist eine Fortsetzung. Ich verrate euch jetzt mal noch nicht, was das für ein Buch ist. Das zeige ich euch dann am Mittwoch. Und wenn sie das nicht haben, muss ich mir eine Alternative aussuchen. Aber ich kaufe mir definitiv am Mittwoch 2 Bücher.
Ja, vielleicht haben sie auch Deadly Ever After da, dass ich mir das vielleicht noch kaufen kann. Mal gucken. Das hatte ich ja auch beim Verlag angefragt auf der Buchmesse. Da weiß ich jetzt allerdings aber nicht, ob ich das Buch bekomme oder nicht. Das Problem ist irgendwie bei den Verlagen immer, man kriegt immer keine Antwort. Also ich habe das Buch, also ich habe diese zwei Bücher beim Verlag angefragt, ich habe aber keine Antwort bekommen. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil du weißt nie, kriegst du die Bücher zugeschickt oder kriegst du sie nicht zugeschickt. Und ja, ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze dann abzuschätzen, aber egal. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich diese beiden Schätzchen hier bekommen habe vom Verlag. Uhu. Und ja, ich werde sie auf jeden Fall ganz, ganz bald mitlesen und werde euch dann natürlich berichten, wie sie mir gefallen haben. Ich habe mir ja noch dieses Paket hier bestellt. Das ist eine private Bestellung für mich. Ich habe mir eine Hose bestellt und zwar Annika hatte auf der Buchmesse so eine Only Jeans an. Die hat mir richtig gut gefallen. Und da hat sie mir mal den Link geschickt von der Hose und da habe ich sie mir jetzt auch bestellt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob sie mir passt oder nicht. Hoffe es. Jo, ich habe die Hose jetzt an. Ich finde, sie ist jetzt gut. Sie ist oben ein bisschen lockerer am Bund und nicht so eng. Ich hätte sie da locker noch eine Nummer kleiner bestellen können. Aber ich denke, dann wird sie an die Beine wieder so eng. Und ich mag das immer nicht, wenn die zu eng ist an die Beine. Dann mache ich lieber noch einen Gürtel in die Hose. Und ja, ich glaube, die behalte ich. Finde ich schön. Hat Annika mir gut empfohlen, die Hose. Ich wollte halt noch so eine Röhrenhose halt, ne, die unten eng ist, damit ich im Winter das in die Stiefel machen kann mit, weil meine normalen Jeans, die ich alle habe, die sind halt unten ein bisschen weiter und ich habe nur die eine schwarze, die ich in die Stiefel machen kann und deswegen wollte ich gerne mal noch eine zweite Stiefelhose, weil ich im Winter ja gerne Stiefel anziehe. Ja, so, also Hose passt. Sehr gut. Mehr gibt es jetzt eigentlich von mir aus mal nicht zu erzählen. Bis später. Heute der 31.10. Es ist Dienstagnachmittag. Ich habe heute noch nicht allzu viel gemacht. Ich habe den ganzen Tag Stranger Things geguckt, ist die zweite Staffel komplett durch. Und dann habe ich noch dieses Behind the Scenes geguckt von Stranger Things. Es ging auch nochmal 3 Stunden. Also ich habe den ganzen Tag heute noch nicht wirklich was Produktives gemacht. Ich war vorhin dann nur mit dem Hund draußen und habe Mittag gegessen und Sport gemacht. Gut, das habe ich schon Produktives noch gemacht. Und ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet. Ich habe alles aussortiert, was ich jetzt bestimmt 3 Jahre nicht mehr anhatte. Ich habe jetzt wieder Platz im Schrank. Und ja, also ich habe aber immer noch viel zu viele Klamotten eigentlich. Ich habe so viele Klamotten, die ziehe ich alle nicht mehr an. Aber ich habe jetzt halt definitiv alles rausgeschmissen, was ich 3 Jahre oder mehr nicht anhatte. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig über einige der Teile, die ich weggebe, weil ich da schon irgendwie sehr dran hänge. Aber ich denke mir andererseits, weg mit dem Scheiß. Du ziehst es nicht mehr an. Hau es weg. Hau es weg. Und ja,
Ich merke, ich bin definitiv aus dem Alter raus, wo ich enge Sachen tragen möchte. Ich mag das gar nicht mehr, wenn die Sachen einfach zu eng am Körper liegen. Deswegen schmeiße ich die jetzt alle weg. Girl, Baby. Hat mir schön geholfen heute beim Aussortieren. Er ist auch hier. Da liegen übrigens auch noch Klamotten rum, die ich aussortiert habe. Und hier liegen Klamotten rum, die ich aussortiert habe. Und ja, das packe ich jetzt alles noch in die Tüte. Und dann bringe ich das morgen zu meiner Oma. Da holt das dann meine Tante ab die Tage. Und dann ist gut. Dann ist es weg. Und heute sieht mein Plan eigentlich nur noch mal vor. Ich werde jetzt Annika gleich noch mal anrufen, mit der noch mal kurz quatschen. Dann will ich noch lesen. Und ja, mehr steht heute bei mir eigentlich auch nicht auf dem Plan. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Inzwischen Mittwochnachmittag. Der Tag heute hat mich geschlaucht. Ich könnte jetzt in mein Bett gehen, aber das geht nicht, denn ich gehe nachher noch ins Kino mit meiner Freundin Nina. Mein Tag war heute sehr erlebnisreich bisher. Ich habe mich heute früh um 10 mit der lieben Steffi in der Stadt getroffen. Steffi ist eine Abonnentin von mir. Und ja, dann sind wir aus einer Runde durchs Hugendubel geschlendert. Und da habe ich mir ein paar Bücher gekauft. Und zwar habe ich mir gekauft Wilde Umarmung von Nalini Singh. Das ist ein Teil der Gestaltwandlerreihe, aber ich glaube, das ist kein richtiger Teil, denn hier sind 4 Kurzgeschichten drin zur Gestaltwandlerreihe. Und ja, freue ich mich schon sehr drauf, das zu lesen. Dann habe ich mir noch gekauft Berühre mich nicht von Laura Kneidel. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Buch. Es wurde ja bisher sehr gelobt und ja, ich freue mich schon sehr darauf. Und dann habe ich mir noch gekauft Hass mich nicht von Mara Wulf. Das ist der zweite Teil von Götterfunke und auf den freue ich mich auch schon richtig doll. Ich mochte den ersten Teil, auch wenn den viele nicht mochten. Ich fand ihn ganz, ganz toll und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, freue mich jetzt schon sehr auf diese 3 Bücher. Aber ich werde erst meine 2 Rezi-Exemplare vom Lux Verlag lesen. Das ist ja Bird ins Word und das Buch von Verde Bianca Josivoni, der letzte erste Kuss. Ja, und ich habe mich mit der lieben Steffi heute früh getroffen und dann sind wir 3 Stunden durch die Stadt gelaufen insgesamt und haben uns unterhalten und gequatscht und das war voll cool und voll entspannt und voll toll und es hat voll Spaß gemacht und Steffi, falls du das siehst, gerne jederzeit wieder. Ich fand es war einfach ein richtig schöner Vormittag und ja, war total entspannt und ich habe mich sehr gefreut, die Steffi zu treffen. Und ja, dann musste ich ganz, ganz schnell nach Hause, denn ich musste zum Zahnarzt und da war ich jetzt bis gerade eben. Ich lebe noch, ich habe den Zahnarzt überstanden. Sie musste ein Stück bohren, denn irgendwie war von meiner einen Füllung, da war was abgeplatzt und da war ein Spalt drin und ich habe das gezogen. Und naja, Spalt ist zu, Abdrücke für die neue Knirscherschiene hat sie auch gleich genommen und ja, muss ich nächste Woche wieder hin. Aber was interessiert euch das? Ansonsten war mein Paket, was ich bei Amazon bestellt habe, gerade da, als ich zu Hause reinkam. Und ich kann euch ja mal zeigen, was ich bestellt habe. Ich habe es jetzt schon ausgepackt. Ich habe einmal Drax bestellt als Funko Pop von den Guardians of the Galaxy. Der hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich die 5 Guardians quasi komplett. Ich finde die Funko Pops total süß. Ich bin jetzt nicht so bekloppt, dass ich 20 Millionen Funko Pops mir kaufen will. Aber ich wollte gerne die Guardians of the Galaxy komplett haben. Deswegen habe ich mir jetzt Drax noch gekauft. Und ja, jetzt habe ich alle 5 Guardians in dem Sinne aus dem ersten Teil erstmal zusammen. Mal gucken,
Ob ich die anderen mir auch noch kaufe, die hier so drauf sind, so Mantis oder Nebula oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt Drax, jetzt habe ich die 5 erstmal zusammen. Dann habe ich mir noch Yankee Candles bestellt und zwar war das so ein Angebot für 8,99 Euro. Und zwar war da so ein kleines Glas da dabei und dann noch 6 von diesen Kerzen hier, also in der Größe, keine Tarts richtig. Ich weiß gerade nicht, wie diese Kerzen hier heißen, diese Bezeichnungen sind für mich, naja. Es sind diese kleinen Mini-Kerzchen auf jeden Fall und davon waren 6 Stück noch da dabei und das Glas und das für 8,99 €, da habe ich mir gedacht, hallo, da musst du zuschlagen. Du kannst dir diese Kerzen hier nicht selber aussuchen, also du kriegst 6 Stück einfach zugeschickt. Ich habe aber in den Kommentaren gesehen, dass halt gute Kerzen da dabei sind, gute Düfte und dass die Düfte eigentlich auch immer passend zur Saison mit ausgewählt werden. Und ich muss sagen, dass ich mich über die 6 Düfte wirklich sehr, sehr freue. Ich habe einmal bekommen den Summer Scoop. Den hatte ich jetzt schon als Tarte. Den fand mein Freund ganz, ganz toll. Das riecht so ein bisschen nach Himbeereis. Dann noch mit im Paket war Viva Havana. Das riecht auch ganz, ganz toll. Ich kann das immer nicht beschreiben, nach was das riecht. Aber das ist auf jeden Fall so ein Meeresduft, würde ich sagen, so in die Richtung. Also es riecht einfach richtig gut, der Viva Havana. Dann war noch ein Duft drin, den ich auch ausprobieren wollte, nämlich den Babypuder. Der riecht wirklich nach Babypuder. Das ist total krass. Dann noch mit im Paket war My Serenity. Den hatte ich auch schon gesehen. Und habe gedacht, nach was der wohl riecht. Und ich kann nicht beschreiben, nach was der riecht, aber der riecht richtig gut. Also ich finde den Duft einfach ganz, ganz angenehm. Der ist nicht penetrant und nichts. Und dann waren noch 2 Winterdüfte drin. Und zwar einmal Cherries und Snow. Und der riecht so ein bisschen wie der Black Cherry. Und ich liebe den Black Cherry. Und ja, Cherries und Snow riecht ganz, ganz toll. Und dann war noch einer meiner absoluten, gerade im Moment Lieblingsdüfte drin, nämlich der Winter Glow. Und der Winter Glow riecht einfach so geil. Der riecht wie Sweet Snowfall. Ich hatte mal eine große Kerze von Yankee Candle, die hieß Sweet Snowfall und die gibt es nicht mehr. Das war auch so eine Saisonkerze. Und dieser Winter Glow riecht ein bisschen wie der Sweet Snowfall und das ist so geil. Ich kann euch hier den hier kann ich euch echt nur empfehlen jetzt für den Winter. Der ist so, so toll. Und ja, ich bin mit meinen Kerzen sehr zufrieden. Also wie gesagt, 6 Kerzen plus das Gläschen, wo man die reinstellen kann zum Abbrennen für 8,99 €. Günstiger geht's nicht. Und ja, bin ich sehr happy drüber. Ich kann euch ja unten in der Infobox das Angebot, wo ich das bestellt habe, bei Amazon mal verlinken. Weil wie gesagt, 8,99 €, eine so eine Kerze kostet normal 2,65 €. Ne? Da bist du allein mit den 6 Kerzen normalerweise schon viel, viel teurer. Deswegen Däumchen hoch für dieses Angebot bei Amazon. I'm so happy. Und ja, ich freue mich jetzt über meine Duftkerzen und meinen Drax. Und über meine Bücher, die ich gekauft habe und über die Bücher, die hier hinten liegen und ich noch lesen möchte. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich erstmal nicht zu sagen. Ich glaube, ich werde mich morgen nochmal melden. Ich werde euch nachher mit ins Kino nehmen und euch da so ein bisschen ein paar Eindrücke einfangen. Falls ihr euch jetzt fragt, in was für einen Film wir gehen, wir gucken Thor 3, Ragnarök und ich freue mich schon so unglaublich auf diesen Film. Ich liebe, liebe, liebe Thor einfach. Und ich glaube, das war jetzt das längste Stück Gerede am Stück. Macht das gerade Sinn, dieser Satz? Nein, er macht keinen Sinn. Ich glaube, das war das längste Stück, was ich jemals gelabert habe in einem Vlog. Und es tut mir leid und ich höre jetzt auf und bis später. Yeah.
heute ist Samstagvormittag und ich habe die letzten paar Tage nicht mit euch gesprochen. Es gab nicht viel zu erzählen. Ich war ja am Mittwoch dann noch im Kino mit Nina. Was ich sonst so getrieben habe, habt ihr ja gesehen. Ich habe euch ja immer mitgenommen und gefilmt. Ansonsten habe ich ja nicht allzu viel gemacht. Wie gesagt, wenn ich irgendwas erlebt habe, habe ich euch immer mitgenommen. Ansonsten, was das Lesen betrifft, ich lese gerade mit Ronja und Kati Night School. Du darfst keinem trauen. Da sind wir jetzt auf Seite... Wo sind wir? Auf Seite 173 und lesen bis 225 heute. Also das muss ich heute noch lesen. Und dann habe ich gestern mit dem Buch angefangen von Amy Harmon, Bird and Sword. Und das gefällt mir bisher auch richtig gut. Da bin ich ungefähr auf Seite 150. Ich mag es bisher total. Es hat mal einen ganz anderen Ansatz von der Geschichte her und ich finde es richtig gut. Ich habe auch noch gelesen inzwischen Der letzte erste Kuss von Bianca Iosivoni. Das Buch habe ich in 2 Tagen durchgelesen und das waren halt 2 Tage, wo ich jetzt nicht mit euch gesprochen habe, deswegen konnte ich euch da jetzt zwischendurch nicht nochmal irgendwie was zu sagen, aber ich fand das Buch wieder richtig gut. Ich mochte die Geschichte von Elle und Luke. Ich fand das Ende wieder ein bisschen schwierig. Ich finde generell bei so Adult-Büchern habe ich mit dem Ende manchmal Probleme, weil ich mir dann denke so, okay, das hätten sie sich jetzt sparen können, das war jetzt ein bisschen zu viel Drama, ne? Weil man versucht ja am Ende nochmal Spannung in die Geschichte reinzubringen und dann nochmal eine Wendung und nochmal eine Wendung und wann kriegen sie sich endlich? Und das war bei dem Buch auch wieder so ein bisschen diese eine Szene, wo ich gedacht habe, so, ja, wie unnötig ist das denn jetzt? Mein Gott, die klärt das doch jetzt einfach und ja, aber am Ende war alles schön und ich mochte das Buch total, wie gesagt, ich mochte die Geschichte von Elle und Luke und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Geschichte von Tate und Trevor, denn um die beiden geht es im dritten Teil, der ja Gott sei Dank auch über den Lux Verlag erscheint. Ich habe mich so riesig für die Bianca gefreut, wo ich das gesehen habe, dass noch 2 weitere Teile vom Verlag gekauft wurden. Und ja, freue mich jetzt schon sehr auf die Geschichte von Tate und Trevor. Ansonsten gibt es auch nicht weiter viel zu erzählen, wie gesagt, was die Bücher betrifft. Night School ist bisher ganz cool. Bird and Sword gefällt mir auch richtig gut. Und ja, was ich vielleicht noch erzählen könnte, ist, ich war heute früh mal wieder beim Tierarzt. Mein Hund hat die Nacht um 3 mal wieder erbrochen und ich habe da nicht mehr wirklich viel geschlafen. Wir waren dann heute früh Gassi und dann hat er Durchfall gehabt und naja, das Übliche halt. Dann waren wir gleich heute früh beim Tierarzt, wir sind auch Gott sei Dank gleich dran gekommen. Dann gab es wieder die Spritzen, die üblichen und ja. Jetzt geht es ihm so langsam besser, aber er schleicht ja immer noch so ein bisschen wehleidig durch die Gegend. Das dauert halt immer, bis die Medikamente wirken. Aber der Arzt hat ihm jetzt halt auch mal ein längerfristiges Medikament gespritzt, was wir jetzt mal testen wollen. Um zu gucken, ob es halt vielleicht mal 4 Wochen vorhält und wir nicht alle 2 Wochen zum Tierarzt rennen müssen. Und ja, mal schauen, Daumen drücken. Ansonsten mache ich jetzt eigentlich heute auch nicht mehr viel, außer lesen und mich um den Hund kümmern. Und warum zielt mein Autofokus auf das Kissen? Gott, was habe ich denn hier wieder eingestellt? Fokus, hier, ja, jetzt. Ja, ansonsten habe ich heute auch nichts weiter vor. Ich werde noch ein bisschen lesen, auf jeden Fall die 50 Seiten Night School und bei Bird and Sword möchte ich gerne noch ein bisschen weiterlesen und eigentlich ist heute Samstag und Drehtag bei mir. Ich habe aber irgendwie keine Ahnung, was ich drehen soll. Ich habe irgendwie nicht so richtig Lust gerade auch zum Drehen und ja, irgendwie weiß ich nicht. Notfalls kommt halt nächste Woche mal kein Video in der Woche, dann ist das halt mal so. Wenn ich nicht weiß, was ich drehen soll. Ich hätte zwar noch Der letzte erste Kuss, wo ich die Rezi drüber machen könnte. Und ich habe auch noch so 2 Bücher gelesen, wo ich eine Rezi drüber drehen könnte. Aber ich habe irgendwie nicht so richtig Lust heute. Ich habe auch Kopfschmerzen und naja, mit dem Hund, wenn es dem Hund nicht gut geht, ne, dann leidet man ja auch immer mit. Deswegen kann es sein, dass nächste Woche halt mal keine Videos kommen. Mal schauen. Und ja, aber wie gesagt, mehr habe ich heute eigentlich auch nicht vor, außer Hund und Lesen. Und vielleicht schaffe ich es morgen noch zu drehen. Mal gucken. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, mehr gibt es eigentlich an dieser Stelle auch gar nicht zu erzählen. Ich glaube, ich beende den Vlog jetzt auch an dieser Stelle einfach, weil es passiert auch jetzt am Wochenende nicht mehr viel bei mir. Und ja, mehr gibt es nicht zu erzählen. Meine Woche Urlaub ist rum und ich habe irgendwie das Gefühl, die Woche ist irgendwie so an mir vorbeigeflogen. Ich habe nicht wirklich was gemacht und erlebt, aber doch habe ich was erlebt und gemacht, aber irgendwie auch nicht so richtig. Kennt ihr das? Also es ist irgendwie eine merkwürdige Woche. Und naja, egal. Ab Montag gehe ich wieder auf Arbeit, da geht der Alltag wieder los und ja. Mehr gibt es jetzt wirklich nicht zu erzählen. Ich beende jetzt den Vlog auch an dieser Stelle. Ich muss mich um Milo kümmern und ja, hör auf, euch zuzukauen. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.